Geschwister im Islam, wir könnten so vieles noch dazu sagen, aber ich bin eigentlich kein Freund von zu langem Reden. Aus dem Grund, weil ich weiß, dass das meiste verloren geht. Und ich bin nicht hier gekommen, um zu entertainen, um euch zu unterhalten. Wenn einer heute erwartet hat, dass ich heute gekommen bin, um zu unterhalten, dann hast du falsch gelegen. Ich habe diese Kilometer hinter mir gemacht, weil ich möchte eine Botschaft hinterlassen. Ich möchte mich und euch daran erinnern, dass wir von dieser Erde viel zu schnell gehen werden. Und ich möchte mich und euch daran erinnern, dass wir uns darum bemühen müssen, Dinge vorauszuschicken. Uns mit Taten langsam zu beschäftigen. Verliebt euch in eure eigene gute Tat. Verliebt euch in eure eigene gute Taten. Betrachtet eure gute Taten wie ein Kind, das erwachsen wird, das ihr erzieht. Umso besser ihr es erzieht, umso mehr habt ihr was davon. Wenn ihr das nicht erzieht, dann werdet ihr dann dementsprechend ein hässliches Kind dann im Grab sehen. So musst du mit deinen Taten umgehen. Sieh deine Taten wie ein imaginärer Freund, der mit dir wächst. Mach Gutes, dann wird er ein guter Freund. Mach schlecht, dann ist das ein schlechter Freund. Am Ende des Tages hast du die Karten in der Hand. Weil viele tun immer so und übergeben die Verantwortung und sagen, ja, ich kann nicht, der Shaitan hat mir eingeflüstert, der so, der das. Oder wir haben die Karten in der Hand. Alles ist uns doch schon gegeben. Kaum Ausreden. Das meiste ist erklärt worden. Vieles gibt es in deutscher Sprache. Du kannst lesen, lernen. Du musst dich aber auch ein bisschen bemühen. Du kannst nicht immer erwarten, dass alles vorgekaut wird, damit du es essen kannst. Du musst auch ein bisschen selber kauen. Warum hast du Zähne? Das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaddiban, ja.